Hallo, hallo, hallo. Wir werden mal so ein bisschen Gras durcheinander wirbeln. Hell. Ruhig, Brauner. Alles gut. Hoppala. Was hat er denn nu? Es ist unglaublich. Ich habe einen Fehler gemacht, wie so oft in meinem Leben. Geht so mancher Schuss daneben. Oh Mann, ey. Ich lern's nie. Weg hier. Hermes. Du. Von dir kriege ich Herpes, oder wie das heißt. Nee, ich war doch. Nee, war falsch. Ich muss wieder nach vorne gucken. Seitlich gucken ist doof. Ob ich das jemals lerne, dieses rechts und links hier und hast du nicht gesehen und du musst da lang und ich muss hier lang und es geht sowieso nicht. Oh, fahr, ey. Fahr, fahr, fahr. Ich halt mal. Ja, guck es. Als wenn ich es geahnt hätte. Ja, Freunde, wenn ich das so richtig sehe, ne, ist für euch heute Samstag. Das heißt, die meisten von euch haben die Arbeit bzw. die Schule hinter sich für diese Woche. Achso, ich muss ja hier. Und naja, bis auf die armen Socken, die so halt diese Einzelhandel, Pflegeberufe, Feuerwehr, Krankenhaus, ja, was alle gibt, Polizei, schlag mich tot. Die armen Säue müssen natürlich auch am Wochenende arbeiten. Ne? Oder halt, man ist es in unserer Region jetzt nicht so verbreitet, aber. Im Ruhrgebiet, ne? Diese Stahlbuden und so, das geht ja voll durch. 24 Stunden am Tag und das 7 Tage die Woche. Die müssen natürlich auch ran, ne? Das ist leider so. Aber wer weiß, wie lange wir die Stahlbuden noch haben. Das ist ja anscheinend billiger im Ausland produzieren zu lassen oder vom Ausland zu kaufen. Ne, wie seinerzeit, wie es mit unserer Kohle war. Afrikanische Kohle war ja billiger, als wir die eigene hier im Land abzubauen. Jetzt könnten wir sie wieder brauchen. Ne? Obwohl die Umweltaktivisten sehen das ja auch alle ganz anders. Ich meine, das ist völlig klar, dass wir da was machen müssen, umwelttechnisch. Aber um das eine abzuschaffen, müssen wir erstmal eine vernünftige Alternative haben. Und die Alternativen, die wir haben oder haben könnten, die werden ja auch abgelehnt. Das ist ja das große Problem hier. Ne? Windkrafträder? Nein. Ist eine tolle Sache, aber nicht vor meiner Haustür, bitte. Und es verschandelt ja auch noch die Umwelt. Wie sieht denn das aus, wenn da so Türme... Gebe ich euch recht, aber, ne? Damit der Strom aus der Steckdose kommt, wie es bei euch ja der Fall ist, nehme ich zumindest an. Muss ja mal irgendwas passieren, da muss ja was... Es muss ja irgendwo herkommen. Ne? Solarfelder. Ich kenne zum Beispiel, na, nu, mach mal hier. Ich kenne zum Beispiel Fälle, wo Solarfelder angelegt werden sollten, auf Brachland. Nee, Leute, das könnt ihr hier nicht machen. Das sieht nicht aus. Und außerdem nimmt das den Vögeln Futter und Nistplätze. Das geht nicht. Ja, aber irgendwas muss ja gehen, ne? Und
Oder wenn ich so sehe, das auf Mülldeponien, das Gas. Okay, es ist Faulgas, aber es ist Gas, das man ja nutzen könnte. Es wird abgefackelt oder bei Biogasanlagen. Es muss abgefackelt werden in vielen Regionen. Leute, da packe ich mich echt an den Kopf. Oder packe ich mir an den Kopf. Und alles ist am Jammern. Wenn wir keinen Strom oder kein Gas mehr haben, wir frieren. Die Gaslager sind alle rappelvoll. Da braucht man sich gar nicht drüber unterhalten. So, auf dem internationalen Markt, die Einkaufspreise für Gas und auch für Strom sind niedrig wie schon lange nicht mehr. Nur die Konzerne gehen es nicht weiter. Weil die können ja jetzt richtig Kohle verdienen, ist doch klar. Und das Schöne ist, der Staat deckt das auch noch. Also ich kann mich daran entsinnen, wie ich in meiner Kindheit, da gab es die VEW für Strom und für Gas. Die waren dafür zuständig, das war ein staatlicher Konzern. Benzinpreise wurden staatlich geregelt. Da konnte nicht hier die Shell sagen, ich nehme jetzt hier, was weiß ich, für einen Liter 50 Pfennig. Und die Aral sagte, mach du mal, ich nehme aber 60. Da waren die Benzinpreise landesweit, also sprich hier in Nordrhein-Westfalen, sage ich mal, 65 Pfennig oder 55 Pfennig für einen Liter Benzin. Dann war das in Bayern genauso oder in Schleswig-Holstein. Und ich glaube, da müssen wir wieder hin, dass das vernünftig geregelt ist. Weil so, das ist jetzt meine Meinung, ne? Einfach nur meine Meinung, so sehe ich das. Dieses ganze Unternehmen oder die ganzen Unternehmen werden nur von Top-Managern geleitet. Und die jagen die Preise in die Höhe, weil die kriegen ja Provisionen. Das ist doch klar, wenn die dann im Jahr anstatt 3 Millionen Gewinn machen, sondern 5, ne? Ist ja eine ganz logische Rechnung. Dann stecken die sich auch mehr in die Tasche. So, und das ist nämlich genau das, was uns kaputt macht. Ne, das ist genauso wie beim, ich sage jetzt nur mal als Beispiel, Mercedes. Mercedes hat einen Jahresgewinn von, sagen wir mal, 4,5 Millionen im vergangenen Jahr. Nur als Beispiel. Und das ist ja nicht so. Nur einfach mal so als, ne? Wenn die dieses Jahr aber nur noch 3 Millionen Gewinn machen, dann bricht für die Welt zusammen. Dann müssen Arbeitsplätze abgeschafft werden und Preise erhöht und was weiß ich was. Leute, Gewinn ist Gewinn in meinen Augen. Was soll denn der Quatsch? Nee, also ich komme da nicht mit. Wie gesagt, in meinen Augen ist das alles nur eine Sache, die von diesen Managern künstlich hochgetrieben wird, damit denen ihre Provision passt. Und das ist mittlerweile bei allen Gebieten so. Wenn ich zum Beispiel diese Affäre, ist ja jetzt schon ein paar Wochen hin oder Monate sogar, beim MDR mit dieser Vorstandsvorsitzenden da, die da angeblich ihre Geburtstagsfeier hat auf Firmenkosten abrechnen lassen. Alleine das ist ja schon Hammer. So, daraufhin hat sie ihre Kündigung gekriegt. Und dann wird verhandelt. Dann wird verhandelt, ob ihr die Abfindung nicht, aber die monatliche Rente, die ihr nach ihrem Ausscheiden zugestanden hätte, von 15.000 Euro im Monat, ob die noch zusteht. Leute, in was für einer Welt leben wir? 15.000 Euro im Monat, haben die was an der Murmel? Der Malocher, der 40, 45, 50 Jahre malocht hat, richtig malocht hat, körperlich malocht hat, der muss sich damit 1.200 Euro netto abgeben oder was? Weißt du, oder lassen wir gut kriegen, oder sagen wir mal 1.800. Aber wenn er normale Stunden gemacht hat, kommt er nicht auf so eine hohe Rente. Das ist leider so. Und diese Herrschaften, die sich in Arschbrat gesessen haben und andere noch beschissen haben, die sacken sich die Kohle da ein, also ich komme da nicht mehr mit.
Da kann man jetzt häufig denken, wie man will, aber für mich ist das zu hoch. Und das sind alles Gelder, die sich einsacken, die von uns bezahlt werden. Ich meine, gut, ich bin aus der Nummer mehr oder weniger raus, ich bin Rentner. Aber ich habe auch die letzten Jahre, die ich ja auf der Straße unterwegs war als Fahrer, ich habe einen Monatsdurchschnitt gehabt, Monatsdurchschnitt, sagen wir mal vorsichtig, die letzten 25 Jahre, die ich gefahren bin, von 260 Arbeitsstunden im Monat. Durchschnitt. Ja? Es ist keine körperlich schwere Arbeit in dem Sinne, da gebe ich euch recht. Aber du musst konzentriert sein in den Job, sonst baust du nämlich einen Unfall. Man, das sieht man ja immer wieder auf der Autobahn, dass mal einer irgendwo da hinten drauf semmelt oder, ne? Das hat schon einen Grund. Also, und dann höre ich immer wieder diese Kommentare, ja, diese rücksichtslosen Raser. Natürlich, das machen die Kutscher alle extra, die wollen sich alle umbringen. Daran liegt das. Schwachsinn. Das ist einfach ein stressiger Job. So, und jeder, der da dumme Kommentare drüber gibt, der soll mal eine Woche oder sagen wir mal einen Monat, der soll einfach mal nur einen Monat jeden Tag mitfahren. Nur mitfahren, das reicht. Ja, genauso wie diese Verkehrsrichter, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, die über Lkw-Fahrer richten. Ach, kann ich mich nur drüber aufregen. Und das ist leider in allen Bereichen so. Ob das jetzt unsere Verteidigungsministerin ist, die noch nie eine Waffe richtig in der Hand hat oder damit geschossen hat. Verteidigungsminister, da gehört ein, was weiß ich, Ex-General, auf jeden Fall ein Soldat hin, der eine Ahnung hat, was gebraucht wird, wie die Dinge funktionieren. Und nicht so eine irgendeine Dame oder Herr, ist ja jetzt völlig egal, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Das gleiche mit Verkehrsminister, mit Wirtschaftsminister und schlag mich tot. Die mögen studiert haben, ja. Aber Studium ist nicht das wahre Leben. Das ist Theorie. Aber die Praxis sieht ganz anders aus. Und darüber müssen die sich erstmal klar sein. Unsere damaligen Politiker, Genscher, Blüm, Willy Brandt, und wie die alle hießen, Schmidt und Schlapp, ne? Das sind Leute, da waren Leute, die wussten ganz genau, wovon sie sprechen. Die haben den Krieg mitgemacht, die haben den Wiederaufbau mitgemacht, die haben Armut mitgemacht, die mussten Hunger leiden und die wussten ganz genau, wie schwer es ist, Geld zu verdienen. Und das haben unsere Leute heutzutage alles nicht. Ja? Die kennen ihr Studium, ihre Schulbank, soll jetzt nicht abwertend heißen, klingen, aber ne, die haben doch nicht richtig mal los. Und wirklich na, was ist denn jetzt hier? Bin etwas verwirrt. Noch nie richtig mal los. Die wissen noch gar nicht, was Hungerleiden ist. Ja, die haben studiert, ja klar, haben aber BAföG gekriegt oder hatten Geldern die Geld in der Tasche hatten. Ne? Wie auch immer. Und wenn sie mal, ja meine Güte, dann sind sie irgendwo in eine Mensa gegangen oder was, denen ging es nicht richtig schlecht. Da muss man einfach so sehen. Ne, wenn ich jetzt auch diese ganze Streiterei höre über das Bürgergeld, oh Leute, ey, geht mir die Nackenhaare hoch. Das Ding Bürgergeld heißt oder Arbeitslosengeld 4, beziehungsweise Hartz 4. Was macht das für einen Unterschied? Da muss mehr Kohle kommen. Die sollen mal versuchen, mit dem Geld, was du da kriegst, ja, damit mal versuchen, 2 Monate hinzukommen. 2 Monate gebe ich denen. Ohne dass sie an ihre Ersparnisse dürfen. Nur mit dem Geld auskommen, was die da kriegen. Ja, da möchte ich die mal sehen. Nicht hier mit dem Chauffeur durch die Gegend karren lassen mit dem Dienstwagen. Fahr mal Fahrrad. Ne? Und bring deine Einkäufe nach Hause. Aber gut. Ist ja nicht schwierig. Kannst ja nicht viel kaufen mit den paar Kröten.
Du musst dich davon einkleiden. Du musst davon Strom bezahlen. Weil, das ist nämlich ein Irrglaube, Strom bezahlt das Arbeitsamt nicht, beziehungsweise das Jobcenter, den bezahlst du schön selber. So, und eine Miete, ja, überweisen die auch nicht. In aller Regel ist das so, dass du das Geld komplett ausgezahlt kriegst und musst es davon selber bezahlen. Und wenn du da nicht drauf achtest und gibst die Kohle aus, dann stehst du nämlich da. Alles so Feinheiten, weil ich da immer so Sprüche höre von Leuten, na gut, ich wusste es früher auch nicht besser. Aber wenn ich dann höre, ja, die kriegen alles bezahlt und Arsch geblasen. Nee, Leute, das stimmt nicht. Das könnt ihr euch von der Backe putzen. Vielleicht, wenn du Ausländer bist hier, Flüchtling hast du nicht gesehen, ne? Dann sieht das vielleicht anders aus. Aber als Deutscher, das kannst du knicken. Das kannst du vergessen. Ich habe 7,5 Jahre in diesem Scheiß Hartz IV gehangen. Mit kranker Frau und selber krank. Geh mir weg. Ja? Dann ist uns die Waschmaschine kaputt gegangen. Ja, du darfst eine neue kaufen, natürlich. Klar kannst du das. Ja? Bis zu 300 Euro darfst du dir eine neue Waschmaschine suchen. Kriegst du für das Geld. Ist jetzt keine Miele oder so, ist ganz klar, aber es ist eine, die funktioniert. So, dann kommt aber der Schlag hinterher. Dann wird dir von deiner Grundsicherung, genau hinhören, von deiner Grundsicherung, die du bekommst, wird dir dann jeden Monat 10% abgezogen, bis das Scheißding bezahlt ist. Du kriegst das nicht geschenkt, das glaubt man ja nicht. Nein, das kannst du vergessen. Das sind so Irrtümer, die so ja immer gerne so durch die Gegend schwirren. Ach, wenn du das kriegst, ja alles bezahlt. Ne? Lebst doch wie Gott in Frankreich. Aha, scheiße ist. Ne, so schön ist das alle nicht. Und das Schlimme ist, du musst dich ja finanziell total nackig machen. Du musst ja alles angeben, was du an Sparverträge hast, was du an Lebensversicherungen hast und. Also ich kann euch sagen, ich habe 7,5 Jahre, oder meine Frau und ich, meine Frau hat ja noch nie mal was gekriegt, obwohl die, muss ich mal überlegen, was hat die jetzt zusammengekriegt? 30 Jahre gearbeitet, bevor sie aufgehört hat, um die Eltern zu pflegen. Das kommt auch noch dazu, dann hat sie die Eltern gepflegt, aber glaubt man nicht, dass die irgendeine Sau erzählt, dass du das melden musst, dass du das machst. Nein, wenn du näher krank bist und willst die Rente beantragen, ja, wo steht das, dass sie ihre Eltern gepflegt haben? Haben sie das angegeben? Nö. Ja, Arschlecken, kriegst du auch mit die Zeit gar nicht angerechnet. So, aber ne, davon mal ab. So, 7,5 Jahre im Hartz IV, es ist alles weg. Sparverträge sind futsch, Lebensversicherungen sind futsch, alles weg. Ne, weil es geht ja mal was kaputt. Zumal ich hier im Haus habe, ich durfte es behalten, weil der monatliche Abschlag, den ich hier bezahlen muss, wesentlich günstiger war, wie irgendwo zur Miete zu wohnen. Allerdings muss ich dazu sagen, Heizung kaputt schon seit Jahren. Mittlerweile ist auch der Warmwasserboiler durchgegammelt, weil, ne, nicht mehr in Betrieb. Wir heizen hier nur noch mit Holz. Ich habe keine Heizung mehr. Sitzt nicht drin. Kannst du knicken. So, aber das dazu. Ne? Sämtliche Ersparnisse, alles, was du dir fürs Alter mal angelegt hast, mit dem Hintergedanken, wenn du in Rente bist, dass es dir da finanziell ein bisschen besser geht, das ist alles futsch. So, und wenn jetzt was ist, zum Beispiel jetzt dieser Witz mit dieser Energiepauschale. Wir haben die ja noch gar nicht gekriegt, beziehungsweise ich noch nicht. Ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist mit den Rentnern, ob die ja schon ausgezahlt haben. Kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall wird ja diese 300 Euro, die darüber, die wird ja nochmal versteuert. Also bis jetzt stand ja Dinge, was
was ich so weiß. Das rechnet euch mal aus, was von den 300 Euro überbleibt. So, wenn ich dann von, lass uns mal großzügig rechnen, bleibt 200 Euro über. Da kriege ich nicht mal 2 Kubikmeter Holz für. Und wie schnell ist das weg? Wenn es richtig kalt wird, kann es knicken. So, und wenn die Leute, die zur Miete wohnen und die Gasrechnung zahlen müssen oder die Nachzahlung, was ist denn da 300 Euro? Was ist das denn? Das ist doch nichts. Ich kann mich da momentan, also bin ich da wahnsinnig so ein Hals. Es ist unglaublich. Also ich könnte mich da mal zur Zeit, weil habt ihr wahrscheinlich jetzt auch gerade gemerkt, ich könnte mich da echt in Rage reden. Ne? Das riecht mich so dermaßen auf. Und da oben sitzen die Ärsche, weißt du, und stecken sich die Taschen voll mit ihren Diäten. Sollen sie doch mal alle auf 20% ihrer Diäteneinnahme verzichten und die unter dem Volk verteilen. Nee, nee. Oder guck mal, was Beamte für eine Pension kriegen. Und was die an Zuschläge kriegen für die Energiepauschale, würde mich mal interessieren. Ich glaube, wenn wir das wissen, dann drehen wir alle, ja, drehen wir alle durch. Befürchte ich. Ich weiß es nicht genau. Ist jetzt nur, oh, ich muss da rein. Ist jetzt nur so ein Verdacht. Aber ich kann mir halt schon gut vorstellen, dass die da ganz schön zuschlagen. Also ich kenne zum Beispiel ein Ehepaar, wo beide verbeamtet waren. Die haben über 6.000 Euro im Monat an Pension. Die fahren mindestens 3-mal im Jahr in Urlaub. Und ich hier, ne? Billigste Hotel, was gibt oder so, nur vom Feinsten. Haben 2 Autos, auch keine kleinen. Nicht an der Tankstelle fahren, ich tanke heute nur mal für 10 Euro. Wer sitzt nicht? Das Ding wird immer vollgetankt. Natürlich. Klar, mit über 6.000 Euro im Monat könnte ich auch einen dicken Max machen. Nee, also bei sowas geht mir die Hutkrempe hoch. Ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Naja. Leute, ich mache hier Schluss. Bevor ich mich über Kopf und Kragen sabbel, habe ich wahrscheinlich auch schon, aber ist mir auch egal. Man muss ja auch mal raus. So, jetzt habe ich wieder vergessen, wo mein, da steht er doch, mein Schwader steht, wollte ich sagen. Nee, 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 nee. Nun denn, an dieser Stelle sage ich danke. Sorry für das Gequatsche, aber das musst du mal raus. Irgendwann hast du es, weißt du, das ist... Oh. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch einen angenehmen Samstag. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns morgen am Sonntag wieder. Bis dahin, macht es gut. Winke!